Der Vulkanausbruch auf der zu Spanien gehörenden kanarischen Insel La Palma richtet immer größere Schäden an. Bisher sind mehr als 160 Gebäude von der Lava zerstört. Mehr als 100 Hektar sind bereits mit einer schwarzen, meterdicken Schicht aus rund 1000 Grad heißer Lava bedeckt, die aus mittlerweile 9 Schloten im Bereich der Cumbre Vieja im Süden der Insel austritt. Die Zahl der Evakuierten hat sich nach Angaben des Zivilschutzes auf knapp 6000 erhöht. Die meisten von ihnen kommen den Berichten zufolge bei Verwandten unter oder werden in Privathäusern in anderen Teilen der Insel aufgenommen. Verletzte gibt es weiterhin nicht, betonen die Behörden. Es wird erwartet, dass die Lava im Lauf des Tages die Westküste der kleinen Insel im Atlantik erreichen wird. Die Behörden warnen, dass giftige Gase entstehen, wenn die glühend heiße Lava ins Meer stürzt. Dabei kommt es nicht nur zu einer explosionsartigen Verdampfung von Seewasser, sondern beim Kontakt der Lava mit dem salzhaltigen Wasser entstehe auch Salzsäure und es entstehen auch feine Vulkankristalle. Diese können Reizungen der Haut, der Augen und der Atemwege hervorrufen. Die verschiedenen Lavaströme sind jedoch langsamer geworden, sodass es unklar ist, wann genau sie die Küste erreichen werden. Der Vulkan ist am Sonntag erstmals seit 50 Jahren wieder aktiv geworden. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, der eigentlich zur UNO-Vollversammlung in New York reisen sollte, ist stattdessen nach La Palma geflogen, wo er den Betroffenen unbürokratische Hilfe zusichert. La Palma liegt ganz im Nordwesten der Kanaren, einer Inselgruppe vulkanischen Ursprungs im Atlantik, vor der Westküste Afrikas. Sie ist 85 Kilometer von der nächstgelegenen größeren Insel Teneriffa und 57 Kilometer von La Gomera entfernt. Massentourismus wie auf Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote gibt es auf La Palma nicht.